Dann mal hoch zurück zur Tür. Und unser Schlüssel ausprobieren. Der soll dahin passen. Oh, sehr praktisch, sehr schön. Wir müssen jetzt einen ganz schönen Umweg laufen. Also zurück zum Hauptkorridor, nach Süden, dann nach Osten, dann nach links. Hier lang. Zurück zum Hauptkorridor. Nach Süden. Dann zur großen Kreuzung, die jetzt kommt. Genau. Dann nach Osten. Und die einzige Abzweigung nach Norden und da dann geradeaus. Das wäre dann hier. Klick. Oh. Da war gar kein Schlüsselloch. Da war die Geschichte mit dem Stock, den wir nicht haben. Na gut, probieren wir trotzdem mal ganz kurz unsere Schlüssel aus. Passt nicht. Die drei hier oben sind eh die alten Schlüssel. Weiter runter. Du bist ein neuer. Passt nicht. Und du bist neu. Passt auch nicht. Zauberstab. Oh, nee, ich will ihn nicht benutzen. Nö. Da ist definitiv ein Schalter. Nur wo war jetzt ein Stock? Also in der ersten Etage war der NPC, der meinte, dass er mit dem Stock das Gefängnis bei den grauen Goblins geöffnet hätte. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass da irgendwo ein Schalter war. Quatsch, ein Stock war. Nur wo? Yeah. Wir können mal ganz kurz hochlaufen. Also erstmal südlich, zurück zum Hauptkorridor. Dann westlich. Dann wieder westlich war es, glaube ich, zurück. Hier. Genau, hier kamen die ganzen Abzweigungen. Dann müsste es hier irgendwo hochgehen durch diesen Wusel. Was auch immer. Rechts und gleich wieder rechts. Rechts. Gleich wieder rechts. Gleich wieder rechts. Nein, hier geht's nicht hoch. Hier dann irgendwo. Ich würde echt gerne mal der Karte reinzoomen können. Ja, hier ist nichts. Da ist der Weg zum Bank. Das heißt, es kann nur ein bisschen südlich von hier sein, dann nach Westen. Südlich, dann nach Westen. Aber hier ist kein Hochgang. Oder ist der Hochgang irgendwie verschlossen? Ah, da ist er. Also, ich dachte schon. Okay. Karte sagt, hier geht's runter. Das ist ein Goblin Camp. Das Keep Out. Hier sind grüne Goblins. Garstiger Imp. Oh, wir haben den garstigen Imp noch gar nicht gemacht. Das können wir auch machen. Sind wir gerade in der Nähe. Okay, wir gehen jetzt raus hier und danach Süden. Denn ist da irgendwo ein garstiger Imp. Und danach werden wir ein wenig panisch durch das Labyrinth laufen und versuchen... Ist sie überhaupt richtig? Versuchen den Stock zu finden. Nö, hier ist nicht richtig. Zurück dahin und südlich. So, und hier irgendwo war der Imp. Oh, da bist du ja schon. Genau, du. Nicht die Wand anhauen, den Imp hauen. Er ist schon mal grün, er ist schon mal rot und er ist tot. Sehr schön. Das ging einfacher als erwartet. Und ein neues Mantra. Sieht jedenfalls so aus, das Schriftstück. Uspor für längere Sprünge. U-U-S-P-O-R.
springen. Obwohl ich nicht so wirklich weiß, ob wir einen Levelaufstieg ganz für Springen benutzen wollen. Das irgendwie klingt verschwenderisch. Das heißt, du kannst gleich wieder da in die Ecke. Du kannst gegessen werden, will er immer noch nicht, okay. Du kannst da rein. Zwei Gewicht. Mal gucken, was hier drin ist. Oh, ein Rubin. Jo, ein Rubin. Was auch ein schönes Geschenk für den Zwergenanführer wäre. Da hatten wir eh die Option gehabt, ihm was zu schenken. Also einmal direkt ihm was zu schenken und einmal als Ausgleich für den Talisman-Teil ihm was zu schenken. Und beide Male wusste ich nicht wirklich, was ich ihm geben soll. Das wäre doch schon ganz schick. Was bist du? Eine Flasche Wasser. Okay. So. Das hier haben wir jetzt ausgekundschaftet. Hier ist noch ein Bereich, aber ich glaube da... Da oben könnte echt noch was sein. Okay. Gehen wir zu den grünen Goblins. Also nach Norden. Und während wir da die Karte weiter aufdecken, halten wir auch schon nach einem Stock, der irgendwo auf dem Boden liegt. Ich glaube, wir sind schon wieder zu weit. Oh. Genau, hier geht es nämlich runter. Also südlich. So, jetzt östlich und gleich wieder nördlich. Hier irgendwo. Genau hier. Hallo, Goblin. Trock. Du schon wieder. Ich möchte gerne hier durch. Ah, okay. Aber mach keinen Unfug. Wir doch nicht. Wir sind der Avatar. Wir wollen doch bloß eure Stöcker klauen. Oh, stimmt. Wir sollten mit den Goblins hier auch nochmal sprechen, ob die vielleicht handeln wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das damals gemacht haben. Ah, hier geht schon mal nicht weiter. Karte? Oh ja, wir haben jetzt wenigstens das Gebiet hier schon mal ausgefüllt. Nordwestlich. Also da geht's laut Karte weiter, aber dazu müssen wir erst nach oben. Okay, also ich würde gerne hoch und dann westlich. Das ist irgendwie südlich. Okay, hier. Hier ist der Eingang. Hoch. Einmal da außen lang. Hier ist dieses Atrium, was auch immer, Wasserding. Oh, zwei Leute, die handeln wollen. Ihr wollt doch ganz bestimmt handeln. Oh, das ist der König. Ich wollte nicht mit dem König sprechen. Du bist ein Volltrottel. Nein, ich will eigentlich nur aufhören mit dem Sprechen. Genau, ich gehe. Ist ja richtig lästig, so du. Auch nichts zum Handeln. Nein, danke. Ja. Aber das waren noch normale, besondere Goblins. Ich wollte eigentlich normalen sprechen, aber die gibt es hier wohl nicht. Also jedenfalls nicht hier, wo ich jetzt gerade bin. Da ist nur der Mann mit der Suppe. Mit dieser komischen Fleisch, Wanzen, Larven, Ragout-Suppe. Oder der König selber. Aber damit dürften wir das Gebiet hier oben abgedeckt haben. Genau. Also jetzt nach Südosten. Süden. Hier ist die Ostecke einmal ablaufen. Da ist nur ein bisschen Wasser. Das echt komisch klingt. Eine Schlafstelle und sonst nichts. Klick. Das war Keep Out, huh? Genau, nicht reingehen. Magst du vielleicht handeln? Nö, der spricht nicht mehr mit uns. Fehlt noch hier die Ecke und dann in dem großen Raum die nördliche Wand. Sonst sind wir ja immer durch. So, großer Raum. Nördliche Ecke mit dem zischenden Wasser.
Möchtest du handeln? Ich würde gerne handeln. Gold, blub, blub, blub. Okay, Gold gegen Schild. Jo, macht er. Sehr schön. Jo, bye bye. Bye bye. Wir haben jetzt schon wieder so viel Gold, dass wir das irgendwo deponieren müssen. Das ist ja einerseits schön, aber andererseits ist das schon ein wenig ärgerlich, dass wir nicht so viel tragen können. In den Kommentaren schrieb jemand, dass die Stats am Anfang zufällig ausgewürfelt werden. Das heißt, selbst wenn man Paladin spielt, bekommt man nicht unbedingt Paladin-Stats. Und das kann ich so unterschreiben. Weil Stärke 17, also ein schwacher, sehr agiler, hochintelligenter Paladin. Das ist. Nee, so stelle ich mir nicht einen Paladin vor. Aber gut. Hier ist noch ein Bereich, der nicht ausgefüllt ist. Aber es wird primär daran liegen, dass wir damals nicht so wirklich gute Lichtverhältnisse hatten. Da ist eine neue Tür, die haben wir noch nicht getestet. Ich glaube, ich gehe mal zu der Tür. Dazu müssten wir. Oh, da ist auch noch ein Gebiet. Okay, also dahin, dann rechts an der Wand lang und Richtung Süden zum Baum. Wir haben echt viel ausgelassen, fällt mir gerade so auf. Also ich hatte ja immer, bevor ich eine Etage verlassen habe, geguckt, wo fehlt da noch was, hier und da. Aber ich habe da tierisch viel übersehen. Und das war auch. Oh. Okay. Noch kurz hier nach Nordosten gucken. Ist da irgendwo ein Durchgang? Nö, da geht's nur runter. Ja, okay. Nach Süden. Richtung magischen Baum. Oh. Dann konnten wir hier irgendwo springen. Ja, aber ich glaube nicht hier direkt. Wir mussten erst da runter, darum, 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 darum. Das ist okay. Genau, runter. So, so, so. Oh, wir können ja doch springen. Okay. Wir würden gerne mit S laufen und springen. Damit wir nicht zu weit springen. Genau. So, wir haben neue Schlüssel im Angebot. Vielleicht magst du ja einen davon. Und zwar den hier. Und den hier. Ich wollte nicht den Samen aufheben. Also nochmal. Du nicht, du nicht. Du nicht, du nicht, du nicht. Warum zur Hölle? Du nicht, du nicht. Wollen wir mal den Dietrich benutzen? Wir haben hier recht viel Fingerfertigkeit, also Dexterity. Wir können es kaputt gehen. Aber ich bin nicht so wirklich motiviert, jetzt wieder ein, zwei, drei Etagen weiter runter zu gehen. Und dann später nochmal hierher zurückzukommen. Aber das ist ja doch schon ein recht langer Weg. Also ich probiere es mit dem Dietrich. Wenn das nicht klappt, haue ich einfach mal eine Weile mit der Keule drauf. Vielleicht kriegt man das ja auch irgendwie so auf. Also benutzen. Fehlgeschlagen. 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 Also Dietrich bricht schon mal nicht. Gibt es eine Fähigkeit für Schlösser knacken? Wenn ja, haben wir ein Problem. Casting, Trap, Search, Track, Sneak, Repair, Picklock, ja, gibt es. Unser Licht ist aus. Naja, da unser Picklock auf 0 ist, könnte das entweder eine ganze Weile dauern oder es geht gar nicht. Das wollte ich gar nicht so. Zu, das da auf. Wir hätten gerne Licht. So. Jetzt probieren wir es noch zwei, dreimal mit dem Lockpick und wenn das nichts wird, dann halt die brachiale Methode. Fehlgeschlagen, fehlgeschlagen. Also wenn die Dinger echt nicht brechen, ups, dann könnten wir es ja theoretisch unendlich lange probieren. Das ist nur eine Frage der Geduld. Das hat er mich ja vorher abgehalten, die Dinger zu benutzen, weil ich dachte, dass entweder
die Dinger kaputt gehen oder das Schloss kaputt gehen könnte. Was aber nicht der Fall zu sein scheint. Es waren jetzt wie viele Versuche? 20? 30? Nee, ich glaube, das ist so nicht vorgesehen. Ich... Sehr gewöhnungsbedürftig das Inventar. So, du da rein, du da rein, du da rein, du Hunger? Nein, du da rein. So, was sagt unsere Keule? Unsere Keule ist serviceable. Ich hau jetzt mal eine Weile drauf. Haben wir eine Backup-Keule dabei? Nö, warum auch? Eins. Zwei. Drei. Vier. Damaged. Okay. Gleich wieder damaged. Wir sind jetzt bei 8. 9. 10 Treffern. Bist du immer noch serviceable? Nein, du bist worn. Dich können wir eigentlich jetzt schon in die Tonne treten. Das heißt, wir machen es gleich mal weiter.